Am Wort ist Justizminister Wolfgang Brandstätter. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, wenn man das, was in der letzten Stunde alles gesagt wurde, waren sehr, sehr sinnvolle und wichtige Äußerungen dabei, der Polemik entgleitet, dann kommt man zu dem Schluss, eigentlich geht es nur um einen Begriff. Es geht um den Begriff Vertrauen. Und wenn das Vertrauen verloren gegangen ist, dann gilt einfach in jeder Beziehung das, was dann sinnvollerweise notwendig ist, dann muss man halt zu einem vernünftigen Ende kommen. Und wir erleben das tagtäglich in der Justiz mit unserer Familiengerichtshilfe dutzende Male. Und da kommt die Familiengerichtshilfe und sagt, ja, jetzt helfen wir euch Betroffenen. Wir schauen, dass wir ein vernünftiges Ende finden, möglichst ohne Emotionen. Wir schauen, dass wir das Beste machen aus der Situation. Und ich sage das deshalb, weil im Prinzip das, was im Kleinen gilt, ja auch im Großen gilt. Und so sehe ich das jetzt. Wir haben, wenn Sie so wollen, ein klares Ablaufdatum. Und in dieser Situation ist es vielleicht auch einfacher, das zu tun, was notwendig ist. Und da bin ich ganz auch bei dem, was der Herr Bundeskanzler gesagt hat, nämlich das, was begonnen wurde, vernünftig zu beenden. Das, was es an Projekten noch gibt, auch im Interesse der Bevölkerung des Landes, einfach zu finalisieren, dort, wo es geht. Glauben Sie nicht, dass ich jetzt da besonders große Erwartungshaltungen wecken würde. Das hat keinen Sinn, aber das, was noch möglich ist, das gehört einfach gemacht. Und ich glaube, dass das wirklich möglich ist. Und ich denke, dass wir einfach diese Chance bis zum letzten Tag vor der Wahl auch nützen sollten. Und selbstverständlich war es auch sehr wichtig und sehr sinnvoll, auf den Untersuchungsausschuss Rücksicht zu nehmen, ist auch mir wichtig, ist keine Frage. Und selbstverständlich ist es auch notwendig und richtig, hier wirklich alles an Projekten noch zu verwirklichen, was halt nur irgendwie möglich ist. Mit gesichertem Ablaufdatum mag das da oder dort leichter fallen. Ich weiß, dass ich dafür die Unterstützung beider Regierungsparteien brauche, aber ich habe sie. Ich glaube, sie zu haben, sonst würde ich mich nicht ernsthaft damit befasst haben, die Funktion des Vizekanzlers auch nur anzudenken. Und eine Geschichte möchte ich Ihnen erzählen, weil es auch, glaube ich, um das Vertrauen geht, das Vertrauen auch zwischen dem Bundeskanzler und mir. Das ist schon 3 Jahre her, da war der Herr Bundeskanzler noch ÖBB-Generaldirektor und da habe ich ihn mit einer Idee konfrontiert, nämlich mit der Idee, dass man Jugendliche aus der Haftanstalt in Gerersdorf einmal damit konfrontiert, wie mühsam es ist und wie aufwendig es ist, bis Brete, Waggons wieder zu säubern und zu reinigen, sodass sie wieder benutzbar werden. Und er hat diese Idee gerne aufgegriffen und wir haben eigentlich gemeinsam ein Projekt damit auch verwirklicht. Und am Ende hatten wir das Gefühl, das war eine sehr sinnvolle Aktion. Die Jugendlichen haben gesehen, wie schwer das ist und die haben sich was dabei gedacht und die haben sich das auch gemerkt. Und diese kleine Episode, in der wir einfach zum Schluss gekommen sind, da haben wir gemeinsam etwas sehr Vernünftiges gemacht, die erzähle ich deshalb, weil sie Vertrauen schafft. Und sie hat Vertrauen geschaffen und wir haben, das darf ich glaube ich sagen, Herr Bundeskanzler, immer auch ein sehr gutes Verhältnis zueinander gehabt. Und ich habe auch das Vertrauen des Herrn Außenministers Sebastian Kurz. Und weil ich dieses Vertrauen habe, kann ich Ihnen auch schon sagen, dass wir, wenn irgendwie möglich, schon am nächsten Dienstag im Ministerrat 3 Punkte erledigen könnten, sofern das tatsächlich sich machen lässt. Ich glaube ja. Wir können die Forschungsprämie erhöhen von 12% auf 14%, wir können die Frauenquote von 30% in börsennotierten und großen Unternehmen verwirklichen und wir können die Studienbeihilfereform, die auch ausverhandelt ist, auch verwirklichen. Und das ist das, worum es geht. Es sind so viele Dinge eigentlich schon so gut wie fertig, die man nur umsetzen braucht. Und wenn es uns gelingt, hier wirklich die Emotionen hintanzuhalten und einfach dem Weg der Vernunft zu folgen, dann kann hier noch einiges gelingen. Im Interesse der Bevölkerung, im Interesse des Landes. Diesen Versuch ist es wert und darum möchte ich mich sehr, sehr gerne bemühen. Und ich darf vielleicht einen Punkt noch aufgreifen, weil der Herr Bundeskanzler ihn genannt hat. Mit großer Freude habe ich das gehört, dass du, Herr Bundeskanzler, auch gesagt hast, Reform des Wirtschaftsrechts, ja, da sind noch so viele Dinge zu machen, da ist noch so vieles, was in der Pipeline wäre. Aber mit dem Bewusstsein des Ablaufdatums, glaube ich, haben wir wirklich die Chance, noch einiges zu verwirklichen. Ich würde mich freuen und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es gehe um den Begriff Vertrauen. Wenn das Vertrauen verloren gegangen ist, müsse es zu einem vernünftigen Ende kommen, so Wolfgang Brandstätter.